Normalerweise würden um diese Tage überall in Aventurien das Fest der Freuden stattfinden. Der ganze Kontinent Erdraja mit einem 7 Tage andauernden Festspiel. Überall würde man Straßenfeste und Umzüge finden. Den Genuss von frisch gekeltertem Wein, der im Mittelpunkt steht. Ihr allerdings steht auf der Straße, stinkt nach Chemikalien und nach Löschschaum und blickt den nun fliehenden Gräulmen hinterher. Über euch schwirren die Myriaden von Fliegen und verdunkeln den Himmel. Es stinkt nach einem Drogensumpf und ein süßlich-bitterer Gewürzduft, der euch die Sinne vernebelt. Ohne eure Tücher würdet ihr wohl ohnmächtig werden und in den Gossen liegen. Eine Stadt des Handels ist es zumindest nicht. Hier tanzt Tasfarelel mit Belkelel in einem unheiligen Bund. El-Burm. Die weiße Stadt wurde nun gesäubert. Stadtwachen und armierte Sklaven sind tot. Ihr seid die neuen Herren und Damen der Stadt, auch wenn dies keiner weiß. Iphemia von Nahuabad, die Sendgräfin oder Beli, hofft nun mit ihrem Verrat an Dimiona ihre Seele reinwaschen zu können. Wir schreiben den 3. Raya 1027 und so beginnen wir. Baldas, geht's euch gut? Ja, natürlich, natürlich. Das war ein wenig anstrengend, aber die Gräume sind fort. Das ist erfreulich. Mhm. Was ist das für ein blauer Schaum? Ich gehe mal ganz stark davon aus, dass es euren Djinn vertrieben hat. Verdammt, verdammte Gräume. Ja, ja. Ich würde nicht sagen, dass sie fort sind, eher in alle Winde verstreut, sich überall verstecken und jetzt auf Rache sind. Ach, Gräume. Als würden die mit ihren finsteren Plänen und ihren Verschwörungen einen guten Zwerg auch nur irgendetwas können. Aber ja, wir sollten trotzdem aufpassen. Das Gold liegt noch drin. Das habe ich nicht angerührt. Weiß nicht. Wie wollt ihr damit verfahren? Wir sollten uns zusammensetzen und beraten, wie wir mit diesen dunklen Gaben umgehen sollen. Wir sollten sie auf keinen Fall ausgeben. Ihr könnt mittlerweile erkennen, wie jetzt durch das Tor der Erleuchtung, das wo das Regierungsviertel der Stadt Elburum einst lag und mittlerweile sich wohl auch wieder neu etablieren wird, jetzt eine ganze Menge von Stadtwachen heraustreten. Ja, Stadtwachen, das sind dann wohl eher die Reiter, die Iphemia von Nahuabad mitgebracht hat, und sie selbst wird sich wohl ebenso darin befinden und dann mit ihrem Pulk von Wachen zu euch schreiten. Wird dann so ein bisschen Aufstellung genommen. Ihr könnt auch durchaus sehen, dass sie eine drohende Haltung haben. Also Speere sind dann dabei. Die sind noch nicht in eure Richtung gewandt, aber ihr könnt erkennen, dass sie euch nicht wohlgesonnen sind. Major von Spogelsen. Wer spricht mich an? Iphemia. Ja, bitte. Mir wurde wohl zugetragen, dass ihr Plünderungen unter anderem befohlen habt, beziehungsweise habt ausführen lassen. Ist dies korrekt? Meines Wissens nach nicht. Worauf bezieht ihr euch genau? Auf dieses Gebäude, vor dem ihr steht. Dieses, was ist das für ein Gebäude überhaupt? Dieses Gräumenhaus oder so? Die Goldzikkurat, eine Spielhölle, die im Verlaufe der nächsten Tage und Wochen geklärt wird. Allerdings bin ich gar nicht darauf, dass ihr jetzt anfangt zu plündern, denn darauf steht das Hängen. Wir werden hier nach Gesetz vorgehen, so wie es in Oron bzw. in Aranien jeher der Fall ist. Und ich bin gewillt, dass ich euch dazu hänge. Wir brauchen hier keine Helden, die nach und nach Selbstjustiz üben. Das wird vor einem Gericht ausdiskutiert werden. Wir werden diese Gebäude analysieren, und wenn Dämonen beschworen worden sind, dann wird dies ebenso zur Rechnung getragen und dann werden diese Gräume dafür haften. Nichtsdestotrotz möchte ich mich ganz stark dafür aussprechen, dass diese Plünderung und diese Selbstjustiz gerade von einem Bandstrahler oder von einem Geweihten des Herrn Praios, von einem Magier und von einem hexischen Zwerg aufhören. Was? Ich bin kein Hexer. Meine gute Bede, ich glaube, hier liegt ein ziemliches Missverständnis vor. Dann klärt uns Wie auf. Kommt ihr bitte auf die Idee, dass hier Plünderungen stattfinden? Nun, mir wurde zugetragen, dass ihr
hinter dem Gold der Gräumen hinterher seid und dass ihr deswegen dieses Gebäude angezündet habt und die Gräume vertrieben. Das ist eine haltlose Anschuldigung, die ich weit von mir weise. Lasst mich raten, es waren die Gräume, die es euch erzählt haben. Selbstverständlich. Natürlich waren sie es. Nein, dieses Gebäude ist definitiv identifiziert als ein großes Lager von unheilig verschmutztem Metall. Kein Gold, nein. Dies ist ein, man könnte schon fast sagen, ein Unheiligtum. Es befindet sich also dämonisch verschmutztes Gold hier. Die ganze Stadt. Jede einzelne Münze, die sie eingenommen haben, ist verschmutzt. Nun, geschmutzt. Ich glaube, wir werden in den Kellern dieser ganzen Stadt noch viele weitere Dinge finden, die uns nicht sehr freuen werden. Nicht nur verschmutztes Gold, sondern vor allem auch Drogen. Und wir werden all diese Dinge protokollieren, aufschreiben und dann wird den Besitzern der Prozess gemacht. Genau so soll es geschehen. Was hier passiert ist, weiß ich leider nicht ganz genau. Vielleicht können euch meine Begleiter dazu aufklären. Für mich sieht es allerdings so aus, als ob hier magische Verteidigungsanlagen der Gräume aus irgendeinem Grund ausgelöst worden sind. Frau Major, ich möchte euch darauf hinweisen, dass Frauen für ihre Männer haften darf. Männer selber nicht ganz zurechnungsfähig sind, wie ihr selbstverständlich wisst. Tatsächlich, ist ja interessant. Aber mir, wie war das noch mit dem Djinn? Nun, mir wurde aufgetragen, diese Brutstätte dämonischer Kreaturen zu zerstören. Von wem? Nun, von dem Preisgeweiht natürlich. Ach, ihr seid jetzt plötzlich auch ein Priot? Nein, aber nun, er ist zumindest informell unser, wie soll ich sagen, Anführer. Ja, das hättet ihr wohl gerne. Und wenn nicht er, wer sonst kann das Recht sprechen? Denn ein Priot. Und ich bin mir sicher, er hat euch aufgetragen, Magie dazu zu verwenden. Nein, nicht, aber es schien angemessen, Magie mit Magie zu bekämpfen. Gut, wenn es das örtliche Recht so verlangt, so will ich für meine Gefährten gerade stehen. Zudem, von Schweigt Plünderung. Jetzt! Wie ich bereits sagte, Plünderung. Und so ihr dies gerade eben bezeugt habt, ist dies eine Plünderung, werden mit dem Hängen bestraft. Allerdings werde ich milde walten lassen, zumindest mit euch, Frau Major. Denn ihr zeigt wohl Einsicht und ihr seid mit euren Kameraden heldenhaft versehen. Ich werde euch allerdings nicht weiterhin in Elburum dulden. Ihr solltet demnächst verschwinden. Es gibt hier keine Heldentaten mehr. All das, was ich mit meinen Männern und Frauen hier machen kann, werde ich mit der Stadtwache, mit meinen Reitern machen. Und die Berichte dazu werden dann nach Zorgan geschickt, wo sich ihre dann angenommen wird. Ich erwarte allerdings, dass ihr, Frau Major, eure Begleiter rechtmäßig diszipliniert. Ich werde sehen, was sich tun lässt. Gut. Dann bitte ich, die Plünderung einzustellen und sämtliche Verfolgung von Gräumen ebenso. Dabei schaut sie einmal sehr mürrisch in Richtung von dem Zwergen Boltax. Und für sie ist damit das Gespräch wohl beendet und sie wird weitergehen durch die große, ja, Flaniergasse. Ne? Also ist nicht wirklich schön anzusehen, immer noch die Fliegen, die über euch surren und das Ganze in einem widerlichen Gestank und einem Surren tauchen. Aber sie wird dann eben so durch die Straßen gehen in Richtung, ja, sie wird dann wohl vor dem Fex-Tempel kurz stehen bleiben, einige, viele Wachen reinschicken. Ihr könnt da wohl sehen, dass da kurz diskutiert wird. Und da dann eben so, ja, protokolliert wird. So, dass ihr wieder alleine seid. Große Anführerin, was soll nun geschehen? Wir verlassen die Stadt. Das klingt nach einem guten Plan. Ich glaube, es wohl keine große Wahl. Richtig. Gegen eine solche Übermacht natürlich nicht. Ich werde noch meine Aufzeichnungen einsammeln und dann machen wir uns auf den Weg. Gut gemacht, Abemir. Dankeschön.
Rafim würde auf euch zustolzieren. Siehst du, Mira? Siehst du, das ist ein Gebäude? Ja, ne? Ist nicht schön hier, hab ich dir doch gesagt. Wir sollten zurück nach Al-Anfa, da ist es viel, viel schöner. Oh, da würde ich dir schöne Gebäude zeigen. Wo sind die denn jetzt schon wieder alle hingelaufen? Bitte, wo seid ihr? Ich wusste doch, da wo es brennt, seid ihr. Wie immer. Mir gefällt das ja gar nicht. Was ist, warum seid ihr so unzufrieden? Da haben wir den Gräulen schön eins eingeschenkt und dann das. Jetzt werden wir aus der Stadt vertrieben, weil wir das Richtige getan haben. Ich fasse es ja nicht. Diese Ignoranz von dieser Frau. Also, wirklich. Ihr habt euch allesamt mit Schande bekleckert. Dass ich überhaupt mit euch hier zusammen herumreise, das widerstrebt mir. Was für ein widerliches Pack ihr doch teilweise seid. Mit Schande bekleckert? Verzeihung, euer Gnaden. Hallo, ich habe nur den Bär durch die Stadt geführt. Das finde ich jetzt ganz schön gemein. Also, mit Schande bekleckert, wohl eher eine fiese Verschwörung aufgedeckt. So sieht das nämlich aus. Also, diese Gefahren, die davon ausgingen, umbringen wollten die Gräume mich. Ich habe nur aus Notwehr gehandelt. Was für ein ausgemachter Blödsinn. Miserun, lasst ruhig eure Leidenschaft walten, oder verfallt ihr nicht? Ich bin wahrlich keine Befürworterin der Gräume. Aber die Bedi hat schon recht. Hier muss Recht und Ordnung walten. Zu lange hat dieses Land unter der Knute der Dämonenknechte gelitten. Recht und Ordnung wurden mit Füßen getreten. Dann kommen wir hierher, denken wir sind besser, und was machen wir? Wir machen hier alles nur kaputt. Furchtbar. Ich wollte nichts kaputt machen. Ich hatte nicht vor, irgendwas kaputt zu machen. Ich wollte da runtergehen, ein Elementar beschwören, der hätte das ganze Gold mitgenommen. Und gut wäre gewesen. Ich wollte das Ganze nicht anzünden. Dann kamen die Gräume und die haben gesagt, sie töten mich und Yalan. Ich spreche auch gar nicht mit euch alleine. Aber ihr habt euch auch nicht gerade rechtskräftig verhalten. Ja. Also, ich habe im Sinne der Harmonie der Elemente gehandelt. Ich finde, das ist mehr Recht, als ich koche. Nun, vielleicht sollten wir diese Diskussion vor ein andermal verschieben. Ich denke... Richtig, vor ein ordentliches Gericht. Das gefiele mir. Holen wir uns auf Erde. Ihr hättet euch mit mir die Stadt angucken müssen. Die ist eigentlich ganz schön. Also, bis darauf, dass ja alles kaputt ist. Und dass alle Drogen nehmen. Aber sonst eigentlich ganz nett. Es riecht furchtbar hier. Und diese Fliegen überall. Ja. Abscheulich. Nichts ist der schön, aber mir. Naja, es hat schon seine Stimmung. Ich hab meinen Bären übrigens benannt. Oh. Ja. Ich dachte Mira. Mira ist schön einfach, das kann ich mir merken. Weißt du, kann man auch gut brüllen. Mira! Komm her! Wisst ihr? Ich brauchte einen Namen, den man brüllen kann. Nun wollen wir hoffen, dass Mira auf euch hört. Bisher eigentlich gar nicht, aber wir arbeiten dran. Aber jetzt müssen wir wohl aufbrechen, weil wir hier gesucht werden oder sowas. Habe ich das jetzt richtig verstanden? Nun, wir sind nicht länger willkommen. Wir sind sozusagen persona non grata in dieser Stadt, könnte man sagen. Unerwünscht. Okay, unerwünscht. Dankeschön, Abelmi. Kein Problem. Weiß denn jemand, wo wir jetzt hingehen? Ja, zurück, würde ich sagen. Okay, gut. Ich denke, Zorgan ist eine gute Wahl, nicht wahr? Richtung Zorgan und dann zurück zu anderen Brennpunkten. Oh ja. Das erscheint mir sinnvoll. Immerhin steht das Mittelreich immer noch in Flammen. Ja, la Grimm. Ja, Lands Vision und so. Oder wir können uns immer noch nach Süden wenden und all das hinter uns lassen. Das ist nicht so hier eine Option. Naja, das war ein Versuch wert. Also, wenn ihr das so formuliert. Der Süden ist schon schön zu dieser Jahreszeit. Der Süden ist schön zu jeder Jahreszeit. Da habt ihr nicht Unrecht. Diese Al-Anfa. Außer vielleicht Monsunzeit. Das ist ein bisschen nass. Ja, da muss man einfach die Sklaven draußen arbeiten lassen, dann geht das eigentlich. Aber ja, folgen wir mal Fräulein von Spogels. Und ich glaube, die marschiert schon davon. Sie scheint ein bisschen verstimmt zu sein seit diesem Vorfall unten im Keller von der Akademie.
Ist das bei den Menschenfrauen normal, dass sie ihren Groll so lange hegen? Nicht bei allen, bei manchen. Oh. Aber die wird schon auf den Gedanken kommen. Bestimmt. Lass uns das jetzt aus dieser Stadt verschwinden, bevor uns jemand absticht oder Schlimmeres. Na gut. Gyaras, habt ihr nicht einen Segen, um das Ganze erträglicher zu machen? Leider nicht mehr. Ich habe mich zu sehr auf Reihe gelehnt in letzter Zeit. Ich denke, ich muss ein wenig ruhen, bevor ich wieder ihre Hilfe anfordern kann, vor allem in diesen Landen. Dann ist das mit Reihe wie mit den Elementaren. Man kann sie nicht dauernd rufen. Nun, wenn der eigene Körper von Göttlichkeit erfüllt wird, ist es sehr ermüdend und es fordert seinen Preis. Man kann es nicht übertreiben. Ja, wie mit den Elementaren. Ich verstehe. Ich klopf dir dann nochmal so auf den Oberschenkel, keine Ahnung, was von der Größe her passt. Ich verstehe das. Sehr gut. Ja, lass uns gehen einfach. Holen wir die Pferde. Die Rückreise von Elburum zurück nach Zorgan wird sich sehr trist gestalten. Immerhin habt ihr den Weg erst vor einigen Tagen dann ja gegangen, seid geritten. Es sind 166 Meilen, die ihr auf der Straße dann einfach nur in Richtung Westen antretet, wieder durch die verlassenen Häuser bzw. dann das Gebirge Djerim Gyalet vorbei an dem Unheiligtum von Keshal Taref und könnt dann euren eigenen Gedanken nachhängen, was euch so bewegt, obwohl ihr ja quasi Oron befreit habt und auch Elburum im Sturm mit einem Trick genommen habt, will sich doch nicht wirklich so etwas wie eine gute Stimmung aufkommen lassen. Iserun ist so ein bisschen verzweifelt, was sie für Gefährten hat und die sich nicht so ganz an das Gesetz halten. Auch Yalan wird sehr still und stumm sein, normalerweise ja immer zu einer passenden Antwort nicht verlegen, aber auch ihn scheint es wohl ja etwas zu knicken, dass er jetzt hier das Recht so gebeugt hat, wie es eigentlich nicht passt. Und es wird da wohl auch sehr still sein, ebenso wie ihr alle anderen. Auch für die Tierwelt werdet ihr wenig Augen haben. Die verschiedenen Spinnen oder Vögel habt ihr schon auf der Rückreise, auf der Hinreise betrachtet. Die unterscheiden sich dann auch nicht wirklich von eurer Reise in Richtung von Barbrück. Also alles irgendwie nicht wirklich nach Wüste, aber schon eine fruchtige Ebene normalerweise zumindest. Könnt auch noch die einigen Blutfelder, Blutgetreide erkennen, das dann hier aus dem Boden wächst. Und wenn ihr dann an der Dornenhecke vorbeireitet, könnt ihr auch sehen, dass die wohl vor kurzem erst wieder neue Opfer gefunden hat, wenn ihr dann an Nahuabad vorbeireitet, was ja mittlerweile wieder verlassen ist, denn Iphemia befindet sich, wie ihr natürlich wisst, in Elburum. Dann liegt nach 3 Tagen Zorgan wieder vor euch und ihr könnt dann am späten Abend die Stadt wieder erreichen, wenn sie dann mit ihren Lichtern vor euch liegt und dem Gelärm. Die Toten sind in den letzten Tagen natürlich beseitigt worden. Es sind viele, viele Tausende von Personen gewesen, die dann hier gefallen sind in dem Staub vor der Stadt. Und die Boronis hatten natürlich auch schon viel damit zu tun, den Baron Ula zu säubern von der Schlacht, die dort gekämpft wurde in Barbrück, zusammen mit Helmer Hafax. Aber mittlerweile ist auch das Schlachtfeld vor Zorgan wieder gesäubert, sodass ihr dann nach und nach dort wieder einreiten könnt und die Stadt betrachtet, wenn sie dann nicht gerade belagert wird. Sodass ihr dann in Sulaminia bzw. in Keringard wieder einreitet und euch ein bisschen orientieren könnt, wo ihr jetzt eigentlich hin wollt. Nun, meine Freunde, wohin wollen wir uns begeben? Direkt zum Palast oder wollen wir erstmal wieder ins Weiße Kamel einziehen? Ich schlage vor, direkt zum Palast. Wir sollten möglichst schnell mitteilen, dass wir erfolgreich waren.
Nun, je nachdem, wie erfolgreich wir waren, ich setze immer noch 10 Dukaten darauf, dass die nächste Einsatztrupp nach Elburen die Stadt belagern darf. Na gut, dann lasst uns probieren, in den Palast zu gelangen. Hoffen wir, dass wir mit offenen Armen empfangen werden als in Elburum. Ja, das ist so anzunehmen. Sind die denn schon wieder da? Die müssten schon da sein. Also sind schon 3 Tage vor uns aufgebrochen. Aber vielleicht, nun, wir waren jetzt wie lange unterwegs? Vielleicht ist es doch besser, wenn wir uns zumindest einmal waschen vorher. Das ist eine hervorragende Idee. Gut, aber ja, ich denke, so wie wir aktuell aussehen, möchte ich nicht unbedingt vor ein königliches Paar treten. Wenn es unbedingt sein muss. Also ich finde, wir sehen gut aus. Man kann uns von einer Meile entfernt riechen, gegen den Wind. Das meint er auch gesagt, dass wir gut aussehen. Ja, von mir aus können wir auch erst nochmal hier uns waschen und da den Kack. Das wird schon machbar sein. Welches von den Kamelen war nochmal besser, Abelmir? Das ich glaube, gelbe oder das blaue? Oder? Das weiße. Oh, das weiße. Na gut. Wollen wir nicht einfach in eurem Tempel baden gehen, Kiaras? Eine hervorragende Idee. Ich denke, da kann man sich auch besser entspannen. Das ist tatsächlich eine sehr gute Idee. Führt uns voran. Herr Karinor. Gut, hier entlang. Das ist nicht zu verfehlen. Ja, so könnt ihr gemeinsam wieder den Raya-Tempel betreten und euch dort dann rituell waschen lassen, beziehungsweise das dann auch selber tun. Gerade dann auch im hinteren Teil des Tempels gibt es dann ja auch die direkte Verbindung zu dem kleinen See, an dem dann auch die Seerosen blühten, ja, prächtig, gerade zu dieser Jahreszeit dann auch das Ganze in eine sehr eigene Atmosphäre tauchten. Wie gesagt, es ist gerade sehr dunkel und ihr könnt auch noch einige Schildkröten erkennen, die dann hier auch herumschwimmen, und auf denen sind dann auch wieder einmal ein paar Lichter angebracht, einige Kerzen, und das ist alles sehr, sehr stimmungsvoll, möchtet ihr meinen. Das Wasser ist warm, fließt dann um euch herum und umspült euch, macht euch wieder so ein bisschen sauberer, und ihr könnt den Schmutz, der aus Oron noch an euch haftet, auch den Gestank der Fliegen, des Blutes, der Drogen, süßlich bitterer Geruch, könnt ihr dann wieder nach und nach loswerden. Dass die Stimmung vielleicht auch ein kleines bisschen wieder besser wird und ihr klare Gedanken fassen könnt. Ach, ich vergesse immer diese Orte. In diesen schlimmen Zeiten, dass es diese Orte der Ruhe und der Entspannung gibt. Ah, es gibt auch nichts Schöneres als ein gutes Bad nach all diesen Strapazen. Diese Art von Wasser geht. Das ist in Ordnung. Besser als das Meer. Das ist ja auch die blutige Seeboldtaxe. Ich glaube, das ist grundsätzlich schlechtes Wasser da draußen. Ja, genau das meinte ich. Darauf wollte ich hinaus. Isaron, ich spritze noch ein bisschen nass. Was wollt ihr jetzt schon wieder? Ach, ihr seid immer noch grummelig. Habt ihr eine tatsächliche Frage? Vielleicht solltet ihr eure Gedanken auf das Hier und Jetzt richten. Diesen wundervollen Ort. Und die Vergangenheit Vergangenheit sein lassen. Ja, was für ein außerordentlich weiser Ratschlag. Nicht wahr? Nein. Ich fürchte, es gibt noch zu viel zu tun. Es war eine gute Idee mit dem Baden gehen, aber ich fürchte, ich muss mich wieder an die Arbeit machen. Ihr entschuldigt mich. Isarun, einen Moment noch. Oh, Ich hatte gerade eben kurz mit einer meiner Schwestern hier reden können, und ich glaube, ich weiß jetzt, wieso in dieser Rosenhecke so viele neue Leichen waren. Ach, was sagst du? Es scheint, als wenn der Orden, der Rosenorden, angegriffen wurde, kurz bevor sie die Hecke passiert haben. In Angriff auf Arkos und Eleonora. Das ist ja furchtbar. Was machen wir denn hier? Wieso sind wir nicht im Palast? Es scheint ihnen gut zu gehen. Viele der Ritter sind gefallen. Daher die Leichen. Aber
Und auch der Kopf soll angeblich hier sein und aufgespießt sein. Ja, danke für die Information, aber nun kann ich erst recht nicht hierbleiben, also. Ja. Da geht mir jetzt zu viel im Kopf herum. Wir sollten so bald wie möglich das Paar aussuchen, ja. Nein, also wegen mir müsst ihr das nicht tun. Bleibt noch hier, solange es eurer Seele gut tut. Ich finde keine Ruhe im Moment. Ich bin mir nicht sicher, ob wir uns wirklich trennen sollten. Nicht nach den Ereignissen der Erbuchung. Wieso? Wir sind hier in Zorgan, also wo kann es sicherer sein in Aranien? Überall außer Aranien. Gut, also außer ihr habt jetzt irgendwelche konkreten Assassinenpläne, dann werde ich mich jetzt zurückziehen. Also gut, ja. Natürlich. Danke, einen schönen Abend auch. Euch auch. Oh, Mira, ich würde mal meinen Bären waschen. Hat der wieder eine veränderte Fellfarbe oder bleibt er braun? Das ist wohl auch ein Effekt, der die Sonne auf die Fellfarbe hat. Also er wird ja leicht dunkler werden, möchtest du meinen. Dieses Weiß wird dann aus den Haaren rausgehen, damit er vielleicht auch nicht gar nicht so viel Sonne absorbiert oder sowas. Du bist nicht sicher. Also er wird auf alle Fälle diese Farbe verändern. Es ist einfach ein bisschen dunkler. Oh, ja, da bist du auch wieder sauber, ne? Ja, ein bisschen braun ist geblieben, ne? Ja, geht auch nicht mehr raus. Ja, ist nicht schlimm, Mira. Siehst auch jetzt gut aus. Lass dir nichts erzählen. So ein bisschen braun, das steht dir ganz gut. Na, dann würde ich jetzt... Also, ich habe da keinen Stress. Ich würde jetzt auch wohl auch so mich erst baden und dann nochmal eine halbe Stunde mit den Bären ein bisschen durch den Tempel laufen und den Bären weiter versuchen, an mich zu binden. Ein bisschen mit dem Spielen. Ich bin da ganz entspannt. Ja, ich würde mir auch gut gehen lassen im Tempel halt, mich massieren lassen. Ja, einen Relaxing-Tag sozusagen einlegen oder Stunden. Ja, ich würde dann tatsächlich, nachdem ich mich ausreichend habe gebadet, unsere beiden Herbergen, also einmal das Weiße Kamel und dann einmal das Hotel, in dem wir dann untergebracht waren, abklappern, ob eventuell Post angekommen ist, Nachricht von den Patriarchen von Xorlosch, an den ich ja den Luft-Djinn geschickt hatte. Bisher nicht, nein.